Moin zusammen, liebe Freunde der Elektromobilität. Hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und hinter mir stehen zwei Jungs. Das sind Jan und Jan, also Jens, Jan, Jan. Die beiden sind von Elektro und heute geht es um AC-Ladeinfrastruktur. Ja, das ist ein ziemlich spannendes Thema, gerade im innerstädtischen Bereich. Was die beiden Jungs gemacht haben, das ist wirklich sensationell. Einige von euch wissen es vielleicht schon. Ich habe das erste Video über Elektro, das ist das Unternehmen der beiden, vor 2 Jahren gemacht. Und warum es in diesem Video geht, ja, mega spannend, also unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. So, Jan und Jan, erstmal herzlichen Glückwunsch zum 100. Dankeschön. Ihr seht aber irgendwie jünger aus, aber was hat es mit der 100 auf sich? Erzähl mal eben. Weil wir heute den 100. Ladepunkt tatsächlich online haben und das wollen wir heute feiern. Ey Leute, der 100. Ladepunkt in Bremen innerhalb von 2 Jahren aufgebaut vom Unternehmen Elektro, also ein kleines Ladeunternehmen von Jan und Jan, auch zwei Bremer Jungs. Ihr seid doch Bremer Jungs, oder? Wir sind durch und durch. Grundschule, Studium, Firma. Alles klar, also Lokalpatriotismus pur hier. Ja, also ich kann euch sagen, in Bremen, die Ladeinfrastruktur, die liegt im Prinzip am Boden oder die lag am Boden bis 2022. Da gab es irgendwie 80 Ladesäulen mit 200 Ladepunkten in der ganzen Innenstadt und dann ist nichts mehr passiert. Also 2 Jahre lang und eigentlich bis heute ist nichts mehr passiert, wenn ihr nicht gewesen wärt. Elektro, ihr habt im Prinzip 22 angefangen, richtig? Genau, wir haben es ja auch mitbekommen, dass irgendwie der Ausbau stoppte und dachten wir, das kann nicht so bleiben. Und innerhalb von 2 Jahren 100 Ladepunkte AC in Bremen installiert und eben nicht nur eine Ladesäule, sondern immer gleich mehrere. Hier haben wir jetzt einen neuen Standort, das ist in Hemmeling, Stadtteil von Bremen. Großer Parkplatz, Hemmelinger Bahnhof, da stehen 6 AC-Ladepunkte. Und bei euch, ihr habt euch zur Devise gemacht, also nicht nur in der City, da wo die Touristen parken, sondern auch in Wohnquartieren, Wohngebieten oder so ein bisschen abseits, wo die Leute auf Parkplätzen stehen, da mehrere Ladepunkte aufzustellen. Und das macht ihr auch noch weiter, oder ist hier Schluss mit 100? Nein, bei 100 ist noch gar nicht Schluss. Wir ziehen das so weiter durch. Wir haben es verstanden, wie es geht. Und das Ziel ist die nächsten 100, ne? Ganz klar. Also ihr macht weiter. Und ihr habt jetzt ja 2 Jahre die Erfahrung gemacht mit der Ladeinfrastruktur. Ja. Mal so unter uns, lohnt sich das jetzt für euch? Also habt ihr da quasi Return of Investment schon oder wie sieht es aus? Man braucht natürlich eine gewisse Anzahl an Ladepunkten, um überhaupt ein gewisses Kleingeld zusammenzukriegen. Wie viel braucht man dann mindestens? Ist 100 schon okay oder braucht man mehr? 100, da geht es langsam los und man sagt, komm, da kann man von leben und wenn das so weitergeht, dann ist das schon in Ordnung. Und habt ihr Investoren oder stemmt ihr alles alleine? Wir haben das meiste selber gestemmt. Wir haben an diesem Standort hier eine Kooperation mit dem Paritätischen Pflegedienst. Da sind wir ins Gespräch gekommen. Die haben unheimlichen Bedarf an Ladeinfrastruktur. Und dann haben wir uns hier geeinigt, dass wir teilfinanziert werden, sodass wir den Standort hier mitbauen. Und davon haben wir hier und da Projekte. Mit Cambio haben wir sehr gerne auch zusammengebaut, um auch die... Also das ist ein Carsharer, ne? Cambio. Genau, Cambio ist unser Bremer Carsharing-Unternehmen. Also paritätischer Dienst, Pflegedienst, das heißt, die haben viele kleine Elektroflitzer? Oder genau, die wollen komplett auf die E-Mobilität umsteigen, können es aber nicht, weil sie oft halt keine Ladepunkte an ihren Immobilien aufbringen werden, weil sie oft zur Miete wohnen. So ja. Wurde uns das mitgeteilt und dementsprechend haben wir versucht, wo wir öffentlich nicht nur für normale Anwohner was machen können, sondern auch die Pflegedienste und die anderen Firmen mitnehmen können. Okay, ich stehe jetzt hier mit Klaus, das ist der Geschäftsführer der Paritätischen Pflegedienste Bremen. Ihr seid ja hier Mitfinanzier dieses Standorts. Ja, ne? Genau. Und ihr sitzt da vorne in dieser Villa, den wir zeigen, da. Und ihr hattet immer das Problem, ihr konntet da keine Ladestationen aufbauen und deswegen habt ihr euch jetzt hier mit Elektro zusammengetan. Das ist quasi unsere zweite Möglichkeit, damit wir unsere Flotte weiter verstromen können. Wir haben insgesamt 115 Fahrzeuge, 36 E-Autos, 4 habe ich jetzt letzte Woche gerade noch bestellt. Alles Twingos oder gibt es auch andere? Jetzt die 9 sind EC3s. Und wie kommen die E-Autos bei den Kolleginnen so an? Ach gut, also die damit gefahren sind, wollen es nicht lassen. So ist das ja oft bei der Elektromobilität. Ja, Wenn man es einmal erfahren hat, fährst du auch selber elektrisch? Ich habe seit 3 Jahren ID3. Ja, toll. Und habt ihr noch vor, mehr an Ladeinfrastruktur aufzubauen? Oder? Ja, also mein Ziel ist wirklich eine 100% Verstromung. Und
Ja, mal gucken, in den nächsten Jahren werden wir das hinkriegen. Weil wir kaufen unsere Fahrzeuge, wir leasen die nicht, wir kaufen die und das muss schon aus dem normalen Geschäft raus passieren. Und das heißt, die ersten, die ihr jetzt gekauft habt, sind wie alt? 2020 sind wir mit 5 E-Twingos gestartet. Und habt ihr die noch? Oder? Ja, natürlich. Das heißt, nicht alle 3 Jahre werden die ausgewechselt? Nein, nein, so. Die behalten wir bis wir nicht mehr fahren. Also ihr habt noch keine Erfahrung mit Restwert? Nein. Okay. Und reichweitentechnisch, der Twingo hat ja irgendwie nur eine 17, 18 Kilowattstunden Batterie. Also dadurch, dass wir stadtteilorientiert, kommt ihr damit aus? So reicht das aus. Also für einen Tag reicht das locker Pflege, aus. Pflegeservice reicht es aus. Ja, super, super Info. Also, liebe Pflegedienste, ihr habt es gehört, es geht. Und was kannst du vielleicht deinen Kollegen nochmal mitgeben, dass sie sich vielleicht ein bisschen trauen, auf Elektromobilität zu setzen? Einfach machen. Man muss es einfach machen. Wichtig ist zwar die Ladeinfrastruktur, man muss ein bisschen kreativ sein. Wir haben an einem Standort, ist bei der Pflegedienstleitung zu Hause, haben wir eine Wallbox installiert und da werden zum Teil die Autos geladen. Also man muss ein bisschen spielen mit der Möglichkeit. Und ist es denn jetzt für euch kostengünstiger auf Elektromobilität? Ja, auf jeden Fall. Die Betriebskosten sind dann und deutlich günstiger. Ja. Wartung und so weiter. Auf jeden Fall. Und dadurch modernisieren wir auch die Flotte und das senkt ja sowieso auch die Betriebskosten. Ja, danke Klaus, war super spannend. Gerne. Aber sag mal, Jan, wenn jetzt hier der paritätische Dienst mit den ganzen Elektroautos hier lädt, dann ist der Standort ja schon voll. Da reichen ja 6 Punkte gar nicht. Oder wie sieht das aus? Also normalerweise fahren die paritätischen sowas wie im Hintergrund ein Twingo. Hm. Die laden mit 22 kW, die laden in 1,5 Stunden den Akku wieder voll und dann können die weiterfahren. Natürlich können sie auch über Nacht aufladen, sodass sie am nächsten Morgen Strom für den ganzen Tag haben. Unsere Beschilderung sieht ja auch vor, dass über Nacht laden okay ist. Okay. Also die Beschilderung ist... Also ab 18 Uhr darf man hier die ganze Nacht stehen, bis 8 Uhr morgens? Genau. Und hier überhaupt auch, also Blockiergebühr fällt ja sowieso nur dann an, wenn man übers Roaming geht mit dem entsprechenden Ladeanbieter. Und das ist gleich die nächste Frage. Eure Ladesäulen sind erstmal ad hoc fähig natürlich. Da würde mich mal der Preis interessieren, wie der Ad-Hoc-Preis ist. Genau, der Ad-Hoc-Preis bei uns ist aktuell 42 Cent plus 1 Euro Startgebühr. Jetzt für diesen Standort, jetzt für den ersten Monat, also für den nächsten Monat, wir haben ja schon Ende des Monats, haben wir ihn auf 29 Cent gesenkt, die 3 Tage aus diesem Monat. Ja, ja, ja. Also wenn ihr das Video seht, bis Ende Mai könnt ihr hier für 29 Cent Ad-Hoc laden. Ja. Nur hier oder an allen Standorten? Nein, nur hier. Nur hier, okay. Hemmelinger Bahnhofstraße. kleiner Geheimtipp für die, die nach Bremen kommen. Ist aber ein bisschen schwer zu erreichen, weil überall Baustelle ist. Ich habe hier mit meinem geilen BMW i5 hier im Hintergrund, den ich gerade für 2 Wochen fahre, eine halbe Stunde gebraucht, bis ich die Baustellen trotz Navi umkurven konnte, bis ich hier angekommen bin. Übrigens, wenn ihr euch für dieses Jahr noch nicht auf einen Anbieter für eure THG-Quote festgelegt habt, dann würde ich euch empfehlen, mal einen Blick auf Carbonify zu werfen. Carbonify kommt direkt aus der Community und die werben nicht mit irgendwelchen unrealistischen Bis-zu-Versprechen, sondern haben ein ganz klares 3er-Prämienmodell, mit dem ihr garantiert rechnen könnt. Die Expressprämie steht für eine schnelle Überweisung in wenigen Tagen. Das habe ich zum Beispiel für mein Auto gemacht und innerhalb von einer Woche, da war das Geld auf meinem Konto. Classic steht für eine Auszahlung nach der Zertifizierung der THG-Prämie, also mit etwas Wartezeit. Oder Bonus, wo ihr das Maximum rausholen könnt. Dafür ist die Wartezeit am längsten, weil damit eure THG-Quote im Laufe des Jahres zum optimalen Zeitpunkt vermarktet wird. Dadurch holt ihr da den höchstmöglichen Erlös raus, aber den Mindestbetrag von 90 Euro, den bekommt ihr auf jeden Fall garantiert. Es kann dann eigentlich nur noch mehr werden. Und dazu gibt es auch nochmal 10 Euro on top für Neukunden. Schaut euch doch mal den Service von Carbonify an und nutzt dazu meinen Link hier unten in der Videobeschreibung. Die extrem gute Kundenbewertung mit 4,9 von 5 Sternen spricht doch schon für sich, würde ich sagen. Also wenn ihr meine Meinung hören wollt, THG-Quote mache ich über Carbonify. Wenn jetzt hier Leute parken, aber nicht laden. Ja. Da hast du mir vorhin gesagt, ihr wollt in Zukunft hier auch Sensoren verbauen, im Asphalt oder unter dem Pflaster, wo ihr erkennt, dass hier ein Auto steht und nicht lädt. Genau, um so eine Sicht zu bekommen, ob wir ein Problem haben, ob hier blockiert wird oder nicht. Fährt hier mal einer rauf und holt sich um die Ecke was zu essen und ist dann nach 5 Minuten wieder weg? Oder ist wirklich jemand, der das ignoriert und einfach hier die ganze Nacht steht? Wir haben solche und solche Standorte. Wir haben mit Parksensoren die Möglichkeit zu sehen, es lädt kein Auto, aber es parkt dort jemand. Und dann wissen wir überhaupt, gibt es da ein Problem, ohne dass wir hier jeden Tag herfahren müssen. Genau, in Bremen ist es ja so, dass jetzt nicht grundsätzlich abgeschleppt wird, wenn jemand hier steht, ein Verbrenner zum Beispiel. Aber wenn man das Ordnungsamt informiert, dann wird man
auf ja, Verlangen natürlich abgeschleppt, richtig? Oder ist das hier in Bremen noch nicht so? Es gibt einen Bremer Erlass, der Bremer Parkerlass, der sieht vor, dass abgeschleppt werden darf. Wir haben uns mit dem Ordnungsamt, also rechtlich ist das auf jeden Fall geklärt, dass in Bremen dürfte das Ordnungsamt abschleppen an Ladesäulen. Wir haben uns auch mit dem Ordnungsamt einmal zusammengesetzt und es gibt grundsätzlich, kann jeder Bürger das dokumentieren, Fotos machen, wenn er sich blockiert fühlt und das zum Ordnungsamt schicken. Habt ihr da jetzt schon besondere Erfahrungen gemacht in den 2 Jahren? Ist das ein großes Problem bei euren Standorten? Also wir kriegen immer wieder Anrufe oder auch E-Mails, wo wir darauf hingewiesen werden. Das ist aber ganz abhängig vom Standort. Es gibt Standorte, da ist das überhaupt kein Problem. Und gerade auch in den Standorten, die in den Wohngebieten liegen, wo auch vielleicht kein Ordnungsamt vorbeiläuft zufällig, da gibt es dann doch vermehrt Probleme. Das ist natürlich für alle Beteiligten. Und habt ihr auch Probleme mit Vandalismus oder so bei euren Säulen? Ja, zum Glück nicht. Wie ist das denn, wenn Säulen defekt sind bei euch? Kommt ja auch mal vor. Wie schnell reagiert ihr da? In der Regel 24 Stunden. Ja, wenn wir sehen, dass was kaputt ist, das ist manchmal nicht so einfach fit zu kriegen, festzustellen, da muss man schon ein bisschen verstehen, wie funktioniert Ladeinfrastruktur, welche Werte liegen in welchem Rahmen. Wenn wir mitkriegen, dass was kaputt ist, dann ist der Tenor 24 Stunden später muss heil sein, wenn wir die Teile haben. Wir haben fast alle Teile da, dann tauschen wir es aus. Also habt ihr da einen Dienstleister für? Nee, wir fahren raus. Macht ihn selber? Ja, wir kriegen mit, wann das ist und können auch noch rausfahren. Wenn Dienstleister hätten, dann würden die wahrscheinlich in 3 Wochen rausfahren. Ja, das ist das Thema, genau. Ja, ihr macht das selber. Auch 3 Wochen Geld. Also welcher Ladesäulenanbieter kann sowas bieten? Die beiden Jungs reparieren die Säulen selbst. Also ist das nicht der Hammer? So, ihr beiden, jetzt stehen wir hier also vor 2 Ladeeulen. Erklärt mal, was ist denn das Besondere an diesen Ladesäulen? Weil die sehen ja schon anders aus als alle Ladesäulen, die man sonst so am Straßenrand kennt. Was ist hier das Besondere dabei? Ja, die Idee war mal bei dem Ladepunkt, dass man hier eine Laterne anbinden kann. Das hier ist quasi der virtuelle Laternenpfahl. Genau, ne? Wir haben uns daran auch orientiert. Es hat sich aber gezeigt, dass es gar nicht so einfach ist, an irgendwelche Straßenlaternen irgendwelche Ladesäulen anzubringen. Ja. Hat vielleicht unterschiedliche Gründe. Und da kam aber die Idee, dass man einfach quasi einen Laternenmast nimmt und die 2 Ladepunkte dran anschließt, ohne dass eine Laterne dran ist. Und somit hat man einen recht schmalen Ladepunkt mit 2 verschiedenen, mit 2 Anschlüssen. Sind völlig unabhängig voneinander und genau, das war die Idee. Und dazu sind diese beiden Ladesäulen, also das ist ja quasi, jeder Port hat eine eigene Säule, sind ja eigentlich auch noch viel günstiger als diese großen Kästen, oder? Kommt drauf an. Der Markt ist sehr interessant im Moment. Es gibt durchaus auch Ladepunkte, die mithalten können. Dann geht es aber los, welche Software gibt es da drauf? Machen die Software selber in-house? Wir haben hervorragend gute Erfahrungen gemacht mit den Ladepunkten, die wir hier verbauen, von IBI Berlin, so heißt der Ladepunkt. Da dann die Infrastruktur zu wechseln, ist schon immer so ein Punkt. Auch wenn es schickere Ladepunkte geben könnte, die Software und der Betrieb ist das Wichtige. Ja, das stimmt. Und ich weiß, dass unter meinen Videos oder auch in vielen Community-Posts die Leute aus verschiedenen Städten quasi schon drum betteln, dass ihr auch Bremen verlasst und euch bundesweit ausbreitet, gerade in den großen Städten. Weil überall in vielen Städten einfach die AC-Ladeinfrastruktur schlecht ist. Und wenn ihr jetzt hier so einen tollen Job macht, habt ihr davor, auch über Bremen hinauszugehen mal? Bremen und umzu, haben wir, glaube ich, mal anfangs gesagt. Genau, wir haben jetzt mit Schwanewede mal Kontakt, vielleicht ergibt sich da was. Ist ja auch noch, sage ich mal, Bremen. Das, was wir hier machen, funktioniert eigentlich, glaube ich, so mit uns beiden und unserem Dritten, den wir jetzt an Bord haben, dem Martin. Ich glaube, das geht auch nur hier. Sobald wir rausfahren müssen, schon nach Hamburg oder nach Hannover, ist ja, ganz viel funktioniert. Ja, da ist zum Beispiel der Support nicht. Auch schlechter, ne? Ja, dann ist diese 24 Stunden, dann muss es wieder gehen, ist schwierig. Ja. Wenn man eben nach Hamburg, wir haben auch alle Familie und das muss ja irgendwo eine Balance finden. Und deswegen ist Bremen unser Heimatmarkt, deswegen machen wir es. Ja, super. Also ich hoffe, dass ihr weiterhin Riesenerfolg habt und bei dem Wachstum der Elektroautos kann das eigentlich nur so sein, weil ihr seid ja fast schon Monopolist hier in Bremen. Ja, wir sind pari pari ungefähr. Mischen, ja, noch, mischen. Aber ihr wächst ja weiter, ja, und genau. In 1-2 Jahren dann habt ihr die 300. Ladesäule und dann geht kein Weg mehr an Elektro vorbei hier in der Stadt. Ne? Ja, dann hat Bremen seine eigene Infrastruktur geschaffen. Ja, also ihr beide. Ein Bremer Unternehmen, darum geht's. Und schreibt mir noch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, von so einem Engagement, was die beiden hier machen. Also ich finde es mega und wo wir vor 2 Jahren das erste Mal gesprochen haben, da habe ich auch gedacht, coole Sache, aber ob sich das wirklich trägt, ne? Also gerade die finanzielle Geschichte ist eben auch fragwürdig am Anfang, weil man nicht genau weiß. Ja, rechnen kann man alles, ob es wirklich so aufgeht. Ob es wirklich so aufgeht, wie man den Businessplan gemacht hat vorher. Genau.
Und wenn sich das jetzt so langsam lohnt ab der 100. Säule, dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr möglichst den größten Erfolg, den größten denkbaren Erfolg hier in Bremen habt. Weil die Städte brauchen sowas. Vielen, vielen Dank. Das sehen wir genauso. Würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wie gesagt, leider, also Wünsche, dass die in eure Stadt kommen, werden so schnell nicht erfüllt, leider. Die Gründe habt ihr gehört, kann ich auch nachvollziehen, weil das Engagement funktioniert halt hier hauptsächlich lokal, gerade auch in der Geschwindigkeit. Ja, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert gerne meinen Kanal. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao.